Moin Moin Leute, mein Name ist Ree Phaser und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Ranked Match Video in Jump Force. Ich bin immer noch D1 Ersatz Shinigami, Level 69 bin ich mit meinem Custom Character mittlerweile und wir wollen einfach in die Ranked Matches rein und schauen, wie viele Spammer uns entgegenkommen, denn darüber habe ich viel gelesen und bis jetzt aber noch nichts selber erfahren. Ihr habt mir, letztes Video war ein bisschen interessant, denn es gab ein paar mehr Dislikes wie gewohnt. Jetzt weiß ich nicht, liegt es daran, dass ihr keine Ranked Matches sehen wollt oder woran es lag, schreibt es gerne unten in den Kommentaren, falls euch das aus irgendeinem Grund nicht gefällt. Aber eins der Feedbacks in den Kommentaren nehme ich direkt mit. Und zwar machen wir diesmal nur 3 Matches. So, da sind wir im ersten Match gegen einen D2-Spieler. Und was ich sehr interessant fand, ist sein erster Assist. Und zwar hat er Ryo Cyber mit dabei. Und ich habe schon festgestellt, dass dieser Assist ziemlich kacke sein kann, weil er einen im Stun hält. Und das ist echt ein bisschen was Interessantes. Hisoka kenne ich mittlerweile. Ich habe angefangen, Hunter x Hunter zu lesen und werde den Anime danach holen. Und das ist der Rob Poker. Da bin ich mal gespannt, was der Rob Poker da macht. Wow, das ist wieder kalt in die Matches. Was? Warum hat er mich getroffen? Wow, das war aber gemäschelt, mein Freund. Ich habe noch nicht oft gegen diese... Okay, er blockt die ganze Zeit ab und wartet ein bisschen ab, das ist okay. Ja, das war's. Wow, warum kommt er gerade da raus? Das hat mich ein bisschen... Jetzt kannst du aber nicht raus. Wir nehmen die volle Kombo. Juppa. Wow, ich bin ziemlich sicher, dass ich meinen Ausweichschritt gemacht habe, aber das war wohl nix. Ja, das tötet zwar nicht ganz. Jupp. Und, oh, ich glaube, er hat gewonnen. Nein, ich habe gewonnen. Das war aber mega knapp. Ja, das kann ich auch. Oder auch nicht. Wow, aber das kann man tatsächlich trainieren, dieses Schnelle. Und das trifft mich noch. Bisschen gefährlich. Nee. Was habe ich denn da gerade gemacht? Das scheint ja wirklich sofort. Wow, und das holt mich auch wieder raus. Ich stelle mich gerade im zweiten Match richtig dumm aus. Okay, damit habe ich dich. Es ist gut rausgeholt. Und ich habe es gerade ein bisschen dumm gemacht. Und ich erkläre euch gleich warum. Jupp. Okay, ich hoffe, das trifft. Das wird richtig knapp. Das wird richtig knapp. Und das wird nicht töten. Oder doch, das tötet. Ich werde bekloppt. Was denn? Erstes Match. Okay, sehr, sehr glücklich gewonnen. Das war echt ein interessantes Match. Ich war mir viel zu sicher am Anfang. Ich muss ein bisschen vorsichtiger spielen. Aber noch den Sieg geholt. Richtig cooles Match. Vielen Dank an meinen Gegner. Und wir schauen mal, ob ich noch ein zweites Match finde.
So, wir haben ein neues Match und jetzt haben wir hier die Jojo-Truppe. Und zwar Jotaro, Dio und natürlich Deko, der überhaupt nichts damit zu tun hat. Nichtsdestotrotz D1 der Rang von meinem Gegner. Jojo und Dio, sehr gefährliche Gegner. Die haben echt einiges alleine drauf. Ich bin gespannt, was ich hier machen kann. Okay, der hat sich die volle Autokombo fast mitnehmen. Spring noch ein bisschen mehr. Ich nehme jetzt die volle Autokombo für Ki. Denn wenn er die ganze Zeit springt, ist es mir recht. Ernsthaft? Okay, ich gehe durch, wie es aussieht. Ich war mir nicht sicher, wer gewinnen würde. Aber ich nehme meine volle Kombo, wenn er mich machen lässt. Okay, das ist instant, wie es aussieht, mit Armor, denn er hat es sofort gedrückt. Und ich drücke auch noch in seine Ulti rein. Ah, das war dumm von mir. Hätte ich ein bisschen drauf achten müssen. Noch weil ich auf meinen Key selber nicht geachtet habe. Ich dachte, ich habe mehr. Aber das ist okay. Ich wollte eigentlich meinen... Okay, bleib du da mal da hinten. Ich habe deinen Assist gerade abgefangen. Ja, mach's zu Ende. Ich friere dich ein. Und das war's. Okay. Also mein Gegner scheint sich noch nicht so mit dem Kampfsystem auseinandergesetzt zu haben. Nein. Die Attacke ist gut, wenn man trifft. Warum hat das denn nicht getroffen gerade? Und das ist unsafe. Und du hast keine Ausdauer. Autokombo durch. Okay. Und er hat aber seine Ulti wieder voll. Das heißt, ich werde ein bisschen aufpassen. Diablo Jumble! Runter mit dir! Er dürfte sie gleich aktivieren. Yep, das war so klar. Nein. So, jetzt aktiviere ich aber meine mal. So, und ich glaube, das dürfte es gewesen sein. Jawohl! Ich probiere mal ein paar neue Ultis aus. Das ist die von Kenshiro. Ja! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Bom! Boah, und der deftigen letzten Schlag. Das war wiederum etwas leichter. Aber ein Match wollen wir auf jeden Fall noch machen. Und bin ich immer noch die Einzige. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich brauche, um in den nächsten Rang aufzusteigen. Aber mein Rang ist jetzt C5. Ich bin hochgegangen. Also bei einem Match machen wir noch im C5-Rang auf jeden Fall. So, das letzte Match des Spiels gegen einen C5-Gegner mit einem Team, was mir ein bisschen gerade jetzt schon Sorgen machte. Yugi, sehr, sehr starker Charakter. Ich weiß, er geht auch super vielen auf den Sack, aber ich finde ihn interessant, auch wenn seine Attacken einem sehr lange im Stun halten. Das heißt, man muss abwarten. Und dann haben wir noch Dio als zweiten Charakter und Sasuke als letzten. Ich bin sehr gespannt, wie das hier laufen wird, denn ich sehe ihn schon... Jupp. Ich drücke immer noch einmal zu viel. Nein, friere ein bisschen ein. Jo, getroffen. Und deine Ausdauer ist alle, wobei sie kommt jetzt wieder. Aber ich habe genug. Okay. Na? Habe ich ihn getroffen? Nö, schade. Aber meine Ausdauer, mein Dings verbraucht. Jetzt haben wir beide keine Ausdauer, so ab in die Autokombo. Er hat sein Ulti aber ready, das heißt, ich werde noch ein bisschen warten. Nein! Okay, dann nehmen wir das volle Combo. Ein bisschen Glück reicht das auch. Oder auch nicht. Warum ist er aus der Combo raus?
So, ich weiß, mal gelegentlich, das passiert mir bei Dio immer nur, dass ich die letzte nicht mehr ranbekomme. Ich weiß nicht, ob das charakterspezifisch jetzt ist. Okay, wenn du die ganze Kombo schlucken möchtest, soll mir recht sein. Oh, der Grab, damit habe ich nicht gerechnet. Hm, 2, 3, ab ins Eis. Müsste eingefroren sein? Nein, doch nicht. Oh, das hat gelangt. Das müsste langen, um ihn mit der Ulti zu töten. Jawohl! Sehr nice. Ab in den... Also eigentlich nur aus Style. Muss nicht sein. Aber wenn man sie schon voll hat. Das war's für dich! Und das war's auch für dieses Match oder für dieses Video. Also 3 Kämpfe. Ich bin jetzt in Rang C5. Werde mal schauen, ob ich noch ein bisschen weiterkomme. Mein Team werde ich definitiv noch ein bisschen anpassen. Nächstes Mal vielleicht auch erklären, warum ich eigentlich Gaara mit am Start habe und er gerade gar nicht so zum Vorschein kommt. Das ist aber ein sehr, sehr wichtiges Teil von meinem Team. Und ja, wie gewohnt bin ich auf eure Kommentare und Meinungen gespannt. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Und ihr könnt euch selbstverständlich gerne mein letztes hochgeladenes Video oder auch die Jump Force Playlist anschauen und mich auch abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime-Games und Fighting-Games steht.